Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir müssen dieses MPT-Teil noch mit Energie versorgen, die MPT-Kontrolle vielleicht. Da haben wir die Wartung. Könnte auch nützlich sein. Fahrzeughangar 1, da können wir schon mal die Batterie rausnehmen. Crewquartiere brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ja nur noch die Wartung, die wir jetzt nutzen können. Also nehmen wir ja, Fahrzeughangar 1 hier raus. Können wir gar nicht. Warum nicht? Oh, das ist festgefroren jetzt. Ist kalt auf dem Mond. Kalter Mond. Na schön, wir gucken uns das hier nochmal in Ruhe an. Das habe ich vorhin gar nicht so ganz gesehen. Genau, das MPT-Netzwerk ist offline. Das sollten wir noch online stellen. Ja, dann haben wir Stationsenergie ist online. Lokale Stromquelle erkannt. Sehr schön. Hier unten haben wir noch das Fahrzeughangar ist online. Und irgendwo da steht auch das Fahrzeug, mit dem wir vorhin gefahren sind in der letzten Folge. MPT-Diagnose. Copernicus, Mondzentrale MPT, Transmitter und Empfänger online. Verbindung zum MPT-Netzwerk nicht hergestellt. Okay, kein MPT-Signal erhalten. Diagnostik bei Tomborg. Okay, ein Schienenbahn zu Tomborg. Oh, ist offline. MPT-Netzwerk ist offline. Kein MPT-Signal von Tomborg. Reaktoranlage erhalten. Okay, dann ein Schienenbahnstation. Ein Schienenbahnstation. Bein wäre aber auch gut. Offline ist sie auf jeden Fall, die Einschienenbahnstation. Wahrscheinlich müssen wir die Einschienenbahnstation und das MPT-Dingen einschalten. Einschienenbahn zu Tomborg. Reaktoranlage offline. Okay. Aktivieren! So einfach? Jetzt echt. Ja. Jetzt dürfen wir auch noch Bahn fahren. Ja, schön. Prima. Hier ist so ein rotes, so ein Warnschild. Meistens ist rot, Warnung. Warum ist denn die Wartung jetzt offen? Wir wollten zur Einschienenbahn. Also eigentlich, und das lasse ich mir auch nicht nehmen, sollten wir die ganzen Dinger hier mal abhören und reinhören. Also das Ding hier haben wir schon gehört, meine ich, oder? Oder war das... egal, wir hören alles jetzt nochmal. Ich bin neugierig. Als Heimstatt des hochmodernen Fusionsreaktors ist die Tombow-Anlage das Herz der Abbaumaßnahmen auf dem Mond. Die Helium-3-Ernte ermöglicht den weiteren Ausbau unserer Kolonie und sorgt dafür, dass auf Mond wie Erde die Lichter anbleiben. Dank der vertrauensvollen Führung von Razel Johansson ist unsere Ernte reichlich und das MPT-Signal stabil. Durch Arbeit wachsen wir. Wir alle. Ja, das haben wir schon gehört. Wir sind Linksgänger, deswegen gehen wir hier links rüber. Ja, die Erde stirbt, aber wir hören hier erstmal ganz in Ruhe, was das alles zu sagen hat, auf Deutsch diesmal. Mit einer Höhe von 400 Kilometern ab der Mondoberfläche ist der Pearson-Weltraumaufzug bei weitem das höchste Bauwerk der Menschheitsgeschichte. Die Station verbindet Mond und Mensch. Sicher und komfortabel. Das ehrgeizige Bauwerk wurde 2041 fertiggestellt, mit dem MPT als Krönung der Station. Damit war das MPT-Netzwerk endlich vollständig. Pearson Raumstation, unsere Stufen zu den Sternen. Schützen und gedeihen. Die Copernicus-Mondzentrale, der Ort, an dem der Lunarrat und die Astronautenpioniere den ersten dauerhaften Außenposten auf dem Mond errichteten. Erfahrene Entdecker und neue Kolonisten kommen an dieser historischen Stätte zusammen. Hier, unter ihresgleichen, werden sie ihren Beitrag dazu leisten, eine sichere Zukunft für uns alle zu schaffen. Hier dämmert ein neuer Morgen. Okay, das vorletzte. Nein, das letzte. Drück da drauf. Der Mikrowellenenergietransmitter, kurz MPT, ist ein technologisches Wunder und versorgt sowohl Erde als auch Mond mit Energie.
Die Energie des Tombow-Reaktors wird durch die Copernicus-Mondzentrale und die Pearson-Station geleitet. Die Übertragung wird von einem Feld aus 42 MPT-Bodenstationen entlang des Erdäquators empfangen und von dort gleichmäßig und fair unter unseren Familien zu Hause verteilt. Wir entfachen erneut das Feuer. Für alle. Oh, ja, das hatten wir schon gehört. Okay, das ist aber schön. Oh, all die blauen Leute. Heute stehen wir an einem Scheitel. Die katastrophalen Ereignisse in der Tombow-Anlage haben uns die Augen für eine unbequeme Wahrheit geöffnet. Wir haben Freunde verloren, Kollegen, Kolonisten, die ihr Leben für eine hoffnungslose Sache gaben, für einen sterbenden und unrettbaren Planeten. Wir nannten ihn Heimat, unseren blauen Planeten. Aber die heutige Erde ist nicht mehr als ein Schatten ihrer selbst. Der MPT kettet uns an einen Felsbrocken. Aber nicht länger. Sie alle hier sind Überlebenskünstler. Sie sind hier, weil sie die Stärksten sind. Die Glücklichsten. Die Besten. Zusammen wagen wir den Sprung und riskieren alles für eine neue Ära der Entdeckung. Wie unsere Ahnen, als sie sich aufmachten, um neue Welten zu erkunden. Wir können umkehren, um uns an einen sterbenden Ort zu fesseln oder den Blick nach außen richten. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Entscheiden Sie sich. Und zwar jetzt. Der Menschheit dämmert ein neuer Morgen. Und er dämmert heute. Schön. War das eine gute Idee, hier in die Datenbank nochmal reinzugucken? Der große Sprung nach vorne. In einer Rede vor den Mondkolonisten zollt William MacArthur den Opfern einer jüngsten, nicht gemeldeten Katastrophe in der Tombow-Anlage seinen Respekt. Er denunziert die unrealistischen Erwartungen der WSA und bietet einen alternativen Weg in eine erfolgreiche Zukunft für die Menschheit. Outward. Aufgezeichnet am 23. September 2054, Zeitpunkt des Blackouts. Nein, wir da oben, glaube ich, müssen wir hin. Die hat doch bestimmt noch Informationen. Nein, wurde da nicht gesagt, was wir machen müssen? Die Einschienenbahn, wie wäre es damit? Ja, aber erstmal drücken wir. Nein, wir drücken hier nirgends mehr. Wir kennen das schon. Crew-Quartiere. Leuchtet die jetzt weiter oder nur, wenn wir da in der Nähe sind? Ach, wahrscheinlich nur, wenn... Ah, nein, sie leuchtet weiter. Ist das denn ein Crew-Quartier da oben überhaupt? Hat denn das Crew-Quartier überhaupt Energie? Wir haben doch gesagt, wir brauchen da nicht mehr hin. Nochmal, die Erde ist am Ende und wir trödeln hier rum. Ja, aber wir müssen doch erstmal gucken, wie das alles geht. Auf 6? Ah, wir sind hier in der MPT-Kontrolle, scheinbar 5. 6 ist aber gleich angrenzend unter uns. Ach, das steht doch alles beschrieben. Ich möchte wissen, was die blaue Frau da oben zu sagen hat. Oh nein, nein. Ja, doch. Ich trödel nicht. Das ist... Oh nein, sie haben uns eingesperrt. Ja, okay. Dann können wir hier nicht durch. Dann nehmen wir diesen Raum hier, diesen Weg. Ist mir sowieso viel lieber. Crewquartiere nämlich. Mal sehen. Das war gar nicht hier, oder? Jetzt bin ich... Wie sind wir denn gelaufen? Das müsste doch hier irgendwo sein. Oh nein, wir hätten uns den Namen merken sollen. Wie hieß sie denn? Anastasia? Nein, hier sind keine Fenster drin. Das ist total falsch hier.
Schlafquartiere. Ich habe erst gelesen Schlachtquartiere. Aber die haben doch keine Tiere hier. Okay. Aber vielleicht gibt es da unten ein Fenster. Na, das waren aber auch Helden, wenn die hier so quartiert haben. Wir müssen zur einen Schienenbahn. Das ist alles Quatsch, was wir machen. Wir spielen hier ein bisschen Ping-Pong und ziehen uns einen Dr. Pepper hier. Geht nicht. Grüne auch nicht. Hey, was ist das? Ping-Pong! Isaac hat 3 Punkte. Rosa hat nur 2 Punkte. Katie hat 7 Punkte. Rosa hat gewonnen. Okay, weiter geht's. Für die Menschheit, für die Zukunft. Uhuhu. Ja, genau deswegen sind wir hier. Komm. Kugel. Wir retten die Welt jetzt. Ah, wir gucken aber einmal hier. Da können wir durch. Das ist blau. Kein Fenster, oder? Kein Fenster, nein. Kein Fenster. Nichts los hier. Wir haben uns das alles schon angeguckt. Hier, das ist der Beweis. Sir, wir haben eine weitere formale Anfrage an Sarah von Sarah Baker, der Chefchirurgin, nein, der Chefingenieurin, die bei der Parson-Raumstation arbeitet. Sie fragt immer noch nach den stornierten Lieferungen für den Orion-Trakt. Ich befürchte, sie könnte etwas ahnen. Wie sollen wir vorgehen? Stephen Miller, Transport. Miller. Sie hat mich ebenfalls angeschrieben. Brechen Sie jegliche Kommunikation mit ihr ab. Outward darf nicht gefährdet werden. Ich kümmere mich um Sie. William MacArthur, Lunar Rod. Oh, da ist ein Getränk. Sieht aus, vielleicht ist es Kaffee. Dr. Pepper im Becher. Okay, Kugel. Das geht jetzt immer so weiter hier. Ich möchte hier nicht sein. Oder? Komm, wir nehmen das mit. Das leuchtet so schön. Oh nein, das will ich gar nicht mitnehmen. Wir haben doch hier überall schon geguckt. Außerdem, das ist der gleiche Raum wie vorhin. Der kam mir jetzt nur sehr viel größer vor. Okay, liebe Welt da draußen, wir nehmen euch jetzt mit und gehen ein Schienenbahn fahren. Oh, das wird ein Spaß. Aufräumen hier mal. Ach so, die haben versucht, die Scheibe hier kaputt zu machen. Haben sie sogar geschafft. Habt ihr gesehen? Hier, da ist sogar ein Loch drin. Haben wir Licht nochmal? Da. Ist da jemand durchgeschlüpft? Oh, man weiß es nicht, vielleicht. Vielleicht ist auch jemand rausgekommen. Ja, wir machen uns jetzt schon. Auf zur einen Schienenbahn. Mama mia, was für ein Abenteuer. Ja, da sind wir. Erstmal gucken, wo ist denn die Einschienenbahn? Ratsbüro, Haupthalle. Nein, Haupthalle, Ratswohneinheiten, Ratsbüros, Wartung, MPT-Kontrolle. Nee, wir müssen doch irgendwas hier machen. Das muss doch mit Saft. Crewquartiere, Fahrzeughange. Einschienenbahn, 8. Wo ist 8? Keine Ahnung. Das ist durch die Wartung. Moment, das ist genau. Das ist durch. 8 ist auf 2 Seiten sogar. Wir haben 2x 8. Okay, das ist zu viel für mich. Durch das Fahrzeughangar und da ist dann auch die Einschienenbahn schon. 7. Dann gehen wir ins Fahrzeughangar, ja? Einschienenbahnstation. Zum Glück ist das nicht so verzwickt gebaut wie ein Vault von Vault-Tec. Hier. Was sollte denn die Ansprache? MacArthur kann das doch nicht so entscheiden, oder? Hör mal, wir haben hier nichts zu melden, okay? Hilf mir einfach mit dem Kram. Stell das hin, Frank. Weißt du nicht, wozu Helium da ist? Seltsam, dass es hier ist, statt beim Reaktor, den es antreiben sollte. Klar, irgendwie schon, aber... Aber was? Sollen wir einfach brav gehorchen? Weißt du überhaupt, was passiert, wenn wir abhauen, während der MPD aus ist? Haben wir denn eine Wahl? Warum sollen wir denn tatsächlich zurück? Zu Überschwemmungen und gleißender Hitze? Ich hab's satt! Der Rat gibt uns eine zweite Chance, die verschwende ich nicht.
Genug geredet. Hilf mir mal. Datenbank. Kurz nach MacArthurs Rede treffen die Mondkolonisten die letzten Vorbereitungen, um MacArthurs Pläne für Outward umzusetzen. Nicht alle sind sich einig, dass dies die richtige Maßnahme ist, aber während einige aus Sorge um das Schicksal der Erde protestieren, erkennen andere die Weisheit in MacArthurs Worten. Aufgezeichnet am 23. September 2054, 2 Stunden nach dem Blackout. Ja, ich bin mir sicher, ich möchte einen Schienenbahn fahren jetzt. Okay, fahr durch das Tor. Einfach durch die Wand fahren. Wir schaffen das. Oh, Moment, ich mach das. Wo sind meine Knöpfe? Ich habe keine... Hey, ohne Knöpfe wird das nichts. Das ist rot. Halt, halt, halt. Ja, ist ja schon. Okay. Hey, ist da noch jemand? Oh, eine Sprachdatei. Und nu? Achso. Geduld! Hier ist Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson Raumstation. Zusammen mit Mechaniker Rolf Robertson sollte ich Nachforschungen zum Blackout anstellen. Eine ASE-Einheit griff mich an. Ich wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tat. Anscheinend ist mein Expeditionspartner fort. Und ich kann weder die Pearson Raumstation noch andere Einrichtungen kontaktieren. Ich überquere jetzt die Grenze, an Copernicus Außenposten 1 vorbei, um nach Tombow zu gelangen und herauszufinden, was den MPT-Aussetzer verursacht hat. Wenn Sie das hier finden, kontaktieren Sie mich. Alex, Aufnahme beenden. Oh, wir sind zu schnell. Nein, hat genau gepasst. Tab, Ziel. Missionsjournal. Untersuche, warum die Einschienenbahn angehalten hat. Erhalte Zugang zum Einschienenbahn-Terminal. Richte manuell die MPT-Säulen außerhalb der Copernicus-Mondzentrale neu aus. Versorge den Fahrzeughangar mit Strom, um auf die Mondoberfläche zu gelangen. Gib das Baujahr von der Copernicus-Mondzentrale ein, um Zugang zum Büro zu erhalten. Ah, und die ausgegrauten Sachen da unten, die haben wir schon gemacht. Wir sollen das Baujahr von der Copernicus-Mondzentrale eingeben? Wer hat uns denn gesagt, wann das gebaut wurde? Wo steht denn das? Okay, egal. Wir raten einfach. So schwer kann das ja nicht sein. Nein, sie haben uns eingesperrt. Wir kommen hier nicht mehr raus. Oh, ein Rätsel. Okay. Warum ist die Tür zu? Dann nehme ich eben diese Tür hier. Das ist viel zu kompliziert für mich schon. Ah, das ist kaputt. Na, da liegt was. Okay, inspizieren. Space Tech. Okay. Oh, hey. Wir können das richtig drehen. Aber hier steht nicht drauf, auf der Rückseite vielleicht, wann das Ding hier gebaut wurde, oder? Lesen? Ah, doch, 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 doch. Ausgabe 19 im Juni 2054. Space Tech Magazin. Helium auf dem Mond. Wichtig für das Überleben der Menschheit auf der Erde. Priorität eines Pioniers. Wissenschaft und Opfer. Rückseite. In dieser Sommerausgabe treffen wir uns mit dem bahnbrechenden Architekten und Luna-Ratsmitglied Dr. Isaac Johansson, um die vielen Hindernisse und Erfolge bei der Entwicklung des MPT zu erörtern. Na schön. Steht da ein Datum? Ich glaube nein.
Okay, liebe Welt da draußen, wir haben ein Rätsel, das es zu lösen gilt, und zwar in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.